Es gab keine Anzeichen. Es kam ohne Warnung. Zu uns allen. Die letzten Verzweifelten kämpften um ihr Überleben. Vielleicht gab es die Gelegenheit für Frieden. Aber Verzweiflung und Vertrauen gehen selten Hand in Hand. Und so begann ein Jahrtausend der Konflikte. Tausend Jahre Krieg. Die größten Krieger, die die Welt je gesehen hat. Der Grund ihres Kampfes verloren in der Geschichte. Und doch stehen sie immer noch und suchen nach einem Zeichen des Friedens. Ich werde sie eines Besseren belehren. Ich bin Apollyon. Ich bringe den Krieg. Ja, und jetzt begrüße ich euch auch mal. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der Close Beta von For Honor. Ja, sie ist heute erschienen am 26. Januar um genau 2 Minuten minus 14.34 Uhr, also 14.32 Uhr. Eigentlich soll es erst um 15 Uhr erscheinen, aber ich freue mich. Ich habe da jetzt drauf gewartet. Ich habe mich angemeldet, habe es gepackt und ja, hier können wir jetzt eine Fraktion wählen. Und wir nehmen die Ritter natürlich. Alles klar. Hintergrund. Farbe. Hier können wir eine sehr geil. Also auf jeden Fall, das muss drin sein. Das muss drin sein. So, ich erstelle mir jetzt alles. Ich habe das ganz neu gemacht. Wie gesagt, die Beta ist gerade erst rausgekommen. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ist. Ich habe mir nicht viel angeguckt, weil ich ziemlich drauf gefreut habe jetzt schon. Farbe des Symbols.
Dann nehmen wir das. Ah, hier können wir ein Symbol wählen. Das passt eigentlich schon. Bestätigen. Ja, Ausrüstungswerte, wenn du Blocks Schaden erhöhst, wenn du, was? Wenn du den Block Schaden, egal, passt schon irgendwie. Irgendwie werden wir schon auswendig, wie es funktioniert. Und wenn ich jetzt halt das Tutorial noch spielen muss, ist auch nicht so schlimm. Was jetzt noch ganz... Oh, scheiße, das Tutorial fängt schon an. Erreiche den Trainingsbereich. Neues Missionsziel. Im Deckungsmodus kannst du ein Ziel mit Aufschalten X halten zum Fortfahren. Schnell loslassen und dann L2 halten. Ziel erfüllt, alles klar. Deine Deckung legt fest, in welche Richtung du angreifst und blockst. Aktiviere die Deckung mit L2, ändere sie mit R. Alles klar. Alles klar. Drücke und halte, um den aktiven Deckungsmodus des Trainings zu beenden. L2. So. Um zu blocken, bewege deine Deckung in die Richtung des Angriffs. Okay. Alles klar. Okay, 2 nach rechts. Ja gut, dann muss ich ja gar nichts machen, wenn ich weiß, in welche Richtung es ist. Locke 2 nach oben. So. Ja, wie gesagt. Ist die Close Beta. L zu halten, um gegnerische Angriffe zu blocken. Jetzt sind es random Angriffe. Wird das heute rausgekommen? Ich versuche das auch am selben Tag, sprich am 26. Januar rauszubringen. Wenn es nicht klappt, dann kommt es am 27. Am 27. Januar. Ja. Für einen leichten Angriff, R2 für einen schweren Angriff. Greife dort an, wo der Gegner ungedeckt ist, alles klar. Ach, R1. Alles klar. Ist ja easy. Wieso wechselt er das nicht? Dann müsste das. Achso, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Ich wundere mich schon. So, das haben wir auch gepackt. Wir spielen an der PS4. Neues Missionsziel. Du kannst jederzeit die Aktionsleiste deines Helden ansehen, indem du Option drückst. Aktionsliste. Oben. Mach doch leichte Angriffskombo. Ferne. Alles klar, da steht alles rechts. R1, das ist Schabhaus, das brauchen wir jetzt nicht, wir sind sowieso zu schlecht. L3 ist das. Nein, L3 ist das. Alles klar. Töte alle Feinde und ja, oh, 5 Sekunden, okay. So, ist ja easy.
Alles klar. Hier geht's ab. Wir können nicht ausgeschaltet werden. Lass. Okay. Also einfach normal drücken. Und ziehen sich nicht zurück. Was? Töte Gegner, um deinen Kriegern zu helfen, die Front zu verschieben. Alles klar, wie nice. Sonst noch irgendwo einer. So, jetzt reicht's. Alter Schwede. Ah, da kommen neue. Ich glaube, das hört nicht auf hier. Ich wäre irgendwie gerne ein männliches Stück. Kein weibliches Stück. Ich mag das irgendwie im Spiel nicht so ganz, weibliche Charaktere zu spielen. Weiche im richtigen Moment aus und da. Okay, L und X. Aua. Aua. Und halt und weg. Alles klar. Durchbricht die Deckung deines Gegners und verkette sie mit im Anschluss mit einem leichten Angriff. Alles klar. Alles klar. Verloren B. Durchbricht die Deckung eines Angriffs und verkette sie mit einem Schloss und einem Durchbruch und einem Gegner zu werden. Können sie versteuern. Alles klar. So. Beenden. Ziel wird erobert. Alles klar, da machen wir schon mal was richtig. Ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, ob ich. Alles klar, geschafft. Alles geschafft habe ich jetzt, wollte ich gerade sagen, aber. So wie es aussieht, haben wir das. Multiplayer, schnelles Spiel. Ich wollte jetzt mal ganz kurz gucken. Kann ich möglicherweise auch einen männlichen Helden. Wächterin. $500 und diesen Helden zu rekrutieren. Ja, klar, mach ich doch. X bestätigen. Ich habe 2000, ich rekrutiere den sofort. Ist schon wieder eine Frau? Dein Ernst? Ich will einen männlichen Charakter. Wieso ist der letzte immer eine weibliche? Hä? Verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Aber na gut. Ich wähle die jetzt einfach mal trotzdem. Anpassen. Waffe. Alles klar, wir haben sowieso noch nichts. Spielen Multiplayer. Wie man spielt. Benutzer indefiniertes Spiel starten. Schnelles Spiel starten. Kämpfe in einem Multiplayer für deine Fraktion. Zugang zu Multiplayer. Kämpfe gegen den Kommandanten, Fraktionen, um den Multiplayer-Aktivitäten zu erhalten. Bereit für den Kampf. Alles klar, ich muss jetzt erst um die Multiplayer-Spiele kämpfen. So, jetzt muss ich nochmal die Aufnahme starten, weil die PS4 nur alle 15 Minuten aufnehmen kann, aber na gut. Bereit. Bereit, so. Ich hoffe, dass es alles klappt von der Aufnahme her, weil ich meine, wie gesagt, ich kann nur 15 Minuten im Stück aufnehmen.
Hier auf der PS4 und an der Kamera nur 20 Minuten, sprich im Prinzip. Ja. Muss ich, ist dann alle paar Sekunden Runde so ein dummer Bug, aber na gut. Maximal 5 Runden, Runde 1, alles klar. Ich hab gerade vergessen, wie die Steuerung geht. Das war so krass. Alter. Runde 2. Geht klar. Alles klar, der schlägt ein bisschen stärker als die anderen beiden. Wohin? Alter. So. Scheiße, jetzt muss ich aufpassen. Gleichzeitig weggemacht. Oh, wie cool. Runde 3. Scheißkriegerin. Alter, ich hätte gerade fast vergessen zu drücken. Weil ich vergessen habe, wie es geht. Also ist schon ein bisschen kompliziert hier mit dem ständigen Hin und Her. Aber es geht einfacher. Alles klar. Ah, hier kann ich. Da können. Und konnte ich auch kurz was schreiben mit L1. Aua. Ich versuche das Ganze mal ohne Tod hinzukriegen. Konzentration, Konzentration, Konzentration. Du hast Können bewiesen. Du kannst jetzt Multiplayer-Aktivitäten zugreifen. Ist gut. Die Sonne nervt. Es ist halt Mittag und da ist es halt so. Multiplayer. Der Fraktionskrieg ist ein fortwährender, plattformübergreifender Konflikt zwischen den Rittern, Wikingern und Samurai. Im Fraktionskrieg kämpfst du für die Fraktion, der du die Treue geschworen hast. Das hindert dich aber nicht daran, mit allen verfügbaren Helden zu spielen. Der Fraktionskrieg umfasst alle Multiplayer- und Bot-Aktivitäten. Nach jedem Match erhältst du Kriegsressourcen, abhängig von deiner persönlichen Leistung. Diese kannst du einsetzen, um ein feindliches Territorium zu erobern oder eigene Territorien gegen den Feind zu verteidigen.
Auf globaler Ebene ist der Fraktionskrieg in Territorien-Updates, Runden und Saisons unterteilt. Territorien-Updates finden alle 6 Stunden statt. Eine Runde dauert 2 Wochen und eine Saison dauert 10 Wochen. Bei jedem Territoriums-Update übernimmt die Fraktion die Kontrolle, die die meisten Kriegsressourcen eingesetzt hat. Die Weltkarte zeigt die neu übernommenen Territorien und alle Frontverschiebungen. Die Fronten bestimmen, auf welcher Karte du spielen wirst. Auf einer Karte, die erst von Rittern und nun von Samurai kontrolliert wird, wirst du viele sichtbare Veränderungen feststellen. Am Ende jeder Runde erhalten die teilnehmenden Spieler eine Belohnung in Abhängigkeit vom Rang ihrer Fraktion in dieser Runde. Sobald eine Saison beendet ist, erhalten alle Teilnehmer eine Belohnung abhängig vom Rang ihrer Fraktion. Am Ende jeder Saison wird der Fraktionskrieg zurückgesetzt und geht nach einer kurzen Saisonpause weiter. Die Welt wird sich durch die Geschehnisse der vorangegangenen Saisons in For Honor fortlaufend verändern. Erkläre mir jetzt, wie das funktionieren soll, wenn die Closed Beta gerade mal 6 Tage da ist oder 5 oder 4, weiß ich nicht genau. Also 1v1 Duell, Events, 4v4 Herrschaft, Handgemenge. Wisst ihr was? Ich meine jetzt 4 gegen 4. Aktivitäten können in folgendem Modus Spieler vs. Spieler, Spieler vs. KI. Wenn du kannst du einstellen. Egal. Spieler vs. Spieler hätte ich gerne. Auch wenn wir vielleicht noch nicht so gut sind, aber ich denke mal, es werden einige noch nicht so gut sein, weil die Closed Beta erst heute erschienen ist. Ja. Alles klar, Friedenshüterin. Ich habe nichts freigeschalten. So. Einmal kurz die Fatzekam anmachen. Wir sind hier im Orange. Er hat 2 Kartenübersicht. Das ist einmal so eine gerade Strecke durch. Wir werden wahrscheinlich C von Anfang erhalten und sie A. Und dann ist der Hauptkampf wahrscheinlich um B. Ich werde mich versuchen, durch A und durch B so vorbeizuschlängeln und dann A einzunehmen. Achso, das ist der Timer. Ich dachte, was piepst hier so? Alles klar, Doppelsamurai. So ziemlich fast genau dieselben Krieger. Alle sind natürlich derselbe Rang. Bis auf einer, der hat da 10 Punkte. Und der andere 1. Ja gut, die sind besser. Nice. Hä, wie sollen wir denn gewinnen? Die sind viel besser und erfahrener. Worauf warten die? Controller vibriert. Alles klar, ich bin der Schnellste. Haha. Zone A verloren. Oh. Alter, ruckel nicht rum, bitte. Aua! Doppeltötung? Ich habe eine Doppeltötung. Wieso habe ich eine Doppeltötung? Und wieso haben wir noch nicht eingenommen? Achso. Was ist mit C? Da oben ist C. Gib doch die Hände. Ja, dann hol halt meinen Freund, bitte. Seid ihr unfähig? Ich hol mir C. Komm schon. Zone C eingenommen.
Alles klar, Tor ist zu. So, mal gucken, ob wir da was hinkriegen. So. Scheiße. Aber na gut, Dreifachtötung. Also drei Tötungen insgesamt, meine ich. Und sie sind nicht so krass. Ich will nicht tot bleiben. Ich will zum sofortigen Wiederbeleben. Hä, wieso haben die Zehe eingenommen, ihr Kackspasten? Was könnt ihr denn? Es ist mir schon aufgefallen, danke. Oh ne. Meine Fresse. Was können die denn? So. Und nach unten damit. So. Na gut, wir haben auch ein paar Probleme jetzt gerade, aber müssen die Probleme in den Griff bekommen, sonst haben wir andere Probleme. Macht Sinn. Ich hol mir jetzt A. Können nicht mal. Zone A eingenommen. Nice. Ich komme. Und da kann man nicht runter, scheiße, ich komme trotzdem. Oh ne. Ich halte gerade alleine stand. Alter, meine Fresse. Alter, jetzt hör doch mal auf. Fuck. Aua. Wieso hat er die Sitzung verlassen? Ist ja dumm. Will er unbedingt verlieren oder was? Und wer erobert? Ja gut. Ah, haben wir verloren, aber ich muss jetzt geheilt werden. Wieso ist dauernd dieses Tor wieder offen? Das nervt nach einer Weile. Ich muss jetzt dringend wieder nach vorne. Meine Kollegen brauchen mich sehr dringend. Leute, geht mir aus dem Weg. Shit. Wir haben alle Zonen. Ihr habt das feindliche Team gleich tötet, alle feindlichen Helden. Verteidiger gesammelt. Alter, wieso geht dieses Tor da unten auf? Scheiße, ich hab fast einen Triple 50, 80 Kill, ey. Zone C verloren. Na gut, hätte ich nichts machen können, glaube ich. Doch, hätte ich schon. Ich war ja nicht mal so schlecht. So, jetzt nimmt's auf. Ich weiß nicht, ich kann sein, dass es nicht aufgenommen hat. Wenn ja, dann tut's mir leid.
Und wir brauchen dringend mal mehr Punkte, weil sonst gewinnen die hier noch und das will ich nicht. Nach oben, ab nach oben, komm. Ich überfall die jetzt von hinten. Die kann mich mal. Dieses Mädchen hat mich jetzt zweimal besiegt. Einmal besiegt. Bin gar nicht so oft gestorben. Zone C, eingenommen. Leben oder tot. Haben die plötzlich alle her? Die standen da plötzlich zu dritt. Zu dritt. Plötzlich. Und dann gingen alle auf mich auch noch, weißt du? Dover kann's nicht laufen. Ich hol mit C. Wahrscheinlich sind die da, nehme ich gleich wieder. Ich hoffe es nicht, aber. Kann es mich vorstellen. Wir müssen die einfach killen. Einfach killen. Mehr müssen wir nicht machen. Und ich muss hoffen, dass ich den nicht alle. Der regt mich so auf. Der regt mich so auf. Ich muss ein bisschen mal alles lernen, weil momentan geht es bei mir ziemlich nur ums Blocken und alles andere. Aber nicht viel. Kein Respawn. Verloren. Scheiße. Die haben halt alle Zonen, ne? Deswegen können wir nicht respawnen. Jetzt gerade momentan ist es 2 gegen 2. So ein B erobert. Yay. 2 gegen 1. Nice. Und ich kann nicht mal zugucken. Ich sehe das alles nicht. Die müsste uns wiederbeleben. Wo ist die denn? Oder hängt die da auf dem Boden rum? Hallo, lebt mich halt bitte wieder. Wieso habe ich die Wiederbelebung abgelehnt? Was? Ich möchte die Wiederbelebung nicht ablehnen. 1v1, komm. Wo immer du bist. Da bist du. Nice. Mädel, Daumen hoch. Nice, und ich bin der Beste. Alles klar. Beute, Plünderung des Schlachtfelds. Belohnung, geil. Habe ich ein neues Aussehen. Level 2 direkt.